Hallo und herzlich willkommen in der 21 Stump Street. Heute lasse ich euch zuschauen, wie ich eine Karte bastle mit einem sommerlichen Thema. Ich habe mich dazu entschlossen, diese Karte zu basteln, weil die liebe Sabine von der Facebook-Seite Sabis Kreativbazar dazu aufgerufen hat, ein sommerliches Projekt bei ihr auf der Seite vorzustellen oder halt eben zu präsentieren. Und das mache ich halt hiermit. Ich baste also diese sommerliche Karte, weil das Thema halt Sommer war. Und ich hoffe, ganz ehrlich, ich hoffe, dass es das letzte Mal ist für dieses Jahr Sommer. Ich hab genug Sommer gehabt, ich muss nicht mehr haben. Und ich bin eher ein Winterkind, ich mag halt den Sommer nicht so gerne. Ich habe mich dazu entschieden, diese Karte zu basteln mit dem Set Kinda Eclectic von Stampin' Up. Benutze dazu die Farben Bermuda Blau, Hello Honey und Sahara Sand. Dazu stempel ich halt, habe ich mir halt erstmal die Grundkarte in, ich glaube, ja, in Bermuda Blau zurechtgeschnitten. Einfach die A4-Seite, ja, die Hälfte von der A4-Seite. Dann mit etwas weniger Maß, das ist dann, glaube ich, 10 mal 14,4, ist dann Hello Honey, das Stückchen Papier. Und das Flüsterweiß ist dann 9,5 mal 13,9. Und das Flüsterweiß habe ich bestempelt mit, wie gesagt, der Sonne von dem Set Kinda Eclectic. Und ja, da ist noch so ein Streifen mit Punkten und irgendwie Buchstaben sind da irgendwie so drin. Sieht ganz interessant aus. Dann habe ich noch die Blätter in Sahara Sand auf einem gesonderten Blatt Papier abgestempelt und mache, was ihr jetzt seht, mit dem Crystal Effekt male ich nochmal die Sonne und auch die Blätter ab. Dann stempel ich noch auf ein gesondertes Papier die Schmetterlinge auf. Die habe ich ein bisschen bunt angemalt. Das seht ihr, glaube ich, ja jetzt noch nicht so ganz. Jetzt wird es wahrscheinlich so sein. Ich gucke jetzt erstmal so, was mache ich mit dem Schmetterling? So, einfach nur so die einfache Farbe gefiel mir nicht. Also habe ich mir meine Lieblingsmischstifte geschnappt, habe halt, wie ihr seht, so ein bisschen Farbe in den Deckel gedrückt und male jetzt ein bisschen bunt, ja, den Schmetterling an. Ich habe zwar auch die Mixmarker, aber heißen die überhaupt Mixmarker? Ich glaube ja. Also ich habe halt diese Marker von SU auch, aber allerdings nicht in allen Farben und dafür benutze ich dann für die fehlenden Farben benutze ich dann eben den Blenderpen oder Mischstift. Und dann habe ich halt so ein bisschen, ja, der ist halt so ein bisschen was bunt, der Schmetterling dann. Und den habe ich dann halt auch ausgeschnitten oder vielmehr ausgestanzt. Dafür habe ich ja eine Stanze. Die sind schon praktisch, die Handstanzen. Da geht das immer ratzi-fatzi mit. Ja, und da überlege ich jetzt noch, was kann ich machen? Wo kann ich das hin tun? Was kann ich da machen? Ich habe bewusst keinen Gruß auf die Karte gemacht. Es gibt ja auch noch einen Gruß dabei bei der Karte. Leider ist er in Englisch nur. Da steht: A little kindness goes a long way. Das stimmt durchaus, dieser Spruch. Und den kann man halt auch für alles verwenden. Aber ich lasse das halt ganz gerne frei, weil ich denke, man könnte aus dieser Karte eine Dankeskarte machen, als auch eine Geburtstagskarte. Und je nach Gebrauch kann ich den Spruch ja dann immer noch nachstempeln. Hier habe ich dann einen Rahmen noch ausgeschnitten, weil die Mitte, die sieht man nachher nicht, weil da kommt ja das Flüsterweiß drauf. Und ja, ich bin halt so ein bisschen was, dass ich schon mal, das Papier ist schon teuer genug. Da kann man noch ein bisschen sparen, indem man einfach die Mitte ausschneidet. Wenn es denn mal schnell gehen muss, dann mache ich das auch nicht. Auch in meinen Workshops mache ich das nicht. Es sei denn, wir stanzen noch irgendwas aus, meinetwegen in der Farbe, einen Wellenkreis oder eine Blüte oder so, dann kann man das auch aus der Mitte rausstanzen. Das ist halt einfach papiersparend. Hier schneide ich jetzt halt das Blatt aus. Leider gibt es dafür keine Stanze. Die schneide ich dann eben immer von der Hand aus. Mitunter ist das ganz schöne Fummelsarbeit. Aber dadurch, dass ich da diesen Crystal-Effekt noch drüber gezogen habe, ja, macht es das Ganze einfach noch ein bisschen stabiler und das funktioniert dann wunderbar auch mit dem Ausschneiden. Wäre natürlich schön, wenn es dafür eine Stanze geben würde, aber man kann ja nicht alles haben. Außerdem mache ich das mit dem Ausschneiden ja auch ganz gerne. Wer schon mal regelmäßig meine Videos guckt, der weiß das, dass ich das ganz gerne mache.
Ja, da liegt auch schon wieder mein Lieblingsmischstift, ne? Für die Schmetterlinge. Da liegt er noch. Genau. Habe ich da noch irgendwas mitgemacht mit dem Mischstift? Nee, außer die Schmetterlinge vorher gemalt, habe ich damit nichts gemacht. Ja, jetzt bringe ich einfach mit den Glue Dots, ne, bringe ich die Blätter auf. Ich meine, so braune Blätter ist natürlich nicht so, aber so, ich wollte es halt auch nicht zu bunt machen. Wenn ich jetzt war, ich wollte unbedingt mit dem Bermuda Blau was machen, das magst du gern, also mit dem Gelb in Verbindung und sollte halt sommerlich aussehen und aber nur die Sonne und der Schmetterling, das war mir dann zu nackt. So, und jetzt mache ich dann noch ein paar, ja, paar Steinchen und dann ist meine Karte auch schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut doch mal bei Sabi vorbei. Sie freut sich auf eine Re Ja, sie freut sich sicherlich über eine rege Teilnahme, bestimmt auch beim nächsten Mal. Ich verlinke die Seite in der Infobox. Ja, und fertig. Vielen Dank.